Und wir sagen Ihnen, lieber Kohlenschädel, wie die Burgel dann angefangen hat zu jodeln, ganz schrill muss man sich das vorstellen. Da hat sich der alte Krachtenstein in die Wiesen geworfen, dass man sein Gebein noch von der Weiten hat knacksen hören. Und alles nur, weil er dieses penetrante Geaule für einen Alarm gehalten hat. Wissen Sie wieso? Er wollte halt mitmachen beim modernen Bewegungskrieg. Der arme Streber. Am Ende ist er aber da gelegen, wie ein Käferl am Buckel. Das ist ja alles nicht so wörtlich zu nehmen. Aber was wollte man erwarten? Der Krachtenstein war ja auch aus Hannover. Schaut's, jetzt sind's gut 100 Jahre, seit wir rübergewandert sind. Und seither okkupieren wir sich jeden Tag mit einem und demselben Jagdausflug, wo ihnen täglich der liebe Grurmschädel für den Anstieg empfangen tut. Gell, Grurmschädel? Ja, grüße, na gut schön. Aber freiwillig tut einer das nicht, das können Sie mir glauben. Ja, natürlich kann ich meinem Kreuz nach all der Zeit eine gewisse Kommodität abgewinnen. Die Gicht hätten's mir aber ersparen können, die Lausbuben von der Animation. Und umfallen will ich auch gar nichts. Er schaut, er schießt, er schaut wieder. Das Bockel hupft aber weiter, als wäre nichts passiert. Jedenfalls, ich bin zwar blind wie die Wühlmaus, aber wir haben uns vom zweiten Tag an gefragt, ob da nun alles mit den rechten Dingen zugeht in der Schosse. 100 Jahre der gleiche, nein, derselbe Jagdausflug. Und noch nie haben wir was geschossen. Man will sich ja gar nicht ausmalen, was der Erzherzog Franzl dazu gesagt hat. Jo, wieso? Ein ganz begeisterter Weidmann war er ja, der Thronfolger. 274.000 Abschüsse, bitteschön, hat Buch geführt, der alte Geschaftl Huber. Sie können sich ja vorstellen, nach den ersten 20.000, 30.000 Abschüssen schleicht sich da ja eine gewisse Routine mit ein. Wahrscheinlich sollten wir ergänzen, dass eine Schrotflinte ja verheerende Resultate birgt auf so eine Entenrotte. Sichten, Ziel nehmen, reinpfeffern und genießen. Ein Strichel fürs Anterl, ein Strichel fürs Kriekerl und so weiter und so weiter. Das wären auch nicht alles die seinen Abschüsse gewesen sein. Ein Speichellecken aus dem Kleinadel hat's ja nie gefehlt. Und ausgestopft hat er dann nichts mehr, oder wie? Na bitteschön. Der hätte uns ja noch ganz schön Brunnen vollgestellt mit den präparierten Viecherl. Da wäre viel zum Abstauben gewesen, gell, Blachowitz? Ja, Maradana, na. Dass mir den Blachowitz keinen Pfeifendeckel schimpft, gell? So ein devoter Mann, der hat weiß Gott was Besseres verdient. Dass er mir aber weiterhin so fleißig Dienst leisten tut, gell, Blachowitz? Kennt sie gar nicht anders, ihre Mäßchen. Sehen's, Grurmschädel, er kennt's ja gar nicht anders. Da steckt alles drin, was man wissen muss. Ein ganz tief verwurzelter Sinn für Tradition liegt da verborgen. Deswegen ist immer zu bedenken, das Wichtigste für einen legeren Landesfürsten ist, dass er nicht vergisst, Respekt zu zeigen. Ja, vor wem denn? Vor was wäre die richtigere Frage, lieber Grurmschädel? Und für mich persönlich besonders schwerwiegend. Ja, wie er denn nun genau auszuschauen hat, dieser Respekt. Sie wissen schon, ich meine diesen vorgespielten, diesen rotsfalschen Respekt gegenüber jedem Lokalkolorit. Was meint da? Na, schaut's her. Die richtigen Herrschaften wissen das.
Man muss bei jeder Gelegenheit seine Unterwerfung vor den alten Lebensweisen der Untertanen zeigen. Egal wo, egal bei wem. Ja, Sapperlot, das ist eine alte und bewährte Methode, Bitchin. Zuletzt hat's uns der Brit im Commonwealth vorgemacht, also uns Herrschaften vom Kontinent. Jedenfalls hat er dort die alten Hindu-Texte neu zum Druck aufgelegt. Sie wissen schon, die Gita, Manus Gesetz, die Kastenordnung. Brav sein, devot sein, Naturdinge eben. Der Herr ist ein guter Herr. Die Frau ist eine gute Frau. Der Knecht ist ein guter Knecht. Die Kinder lernen das von den Alten, bringen es dann ihren eigenen Kindern bei. Häselrotz zu Häselkotz. Jedes Viech auf seinen Platz. Da wollen wir doch auch nichts mehr launchieren in dieser alten organischen Harmonie, gell, Blachowitz? Da kann man schon einmal Danke sagen auch, bitte. Und ein paar Jahrzehnte später, schau an, da putzen die Unberührbaren weiterhin die Toiletten, als wäre nichts passiert. So einfach geht das, wenn man will. Ja, weil das ja klar ist. Auch scheißhäselputzende Unberührbare gehören bitte zum delikaten Lokalkolorit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, Herrschaftszeiten fahren toll noch einmal. Heut will der Anstieg ja wieder gar kein Ende nehmen. Und Blachowitz, ich weiß, Sie haben das morgen alles schon wieder vergessen, aber es war jetzt so schön, wenn's mir den nächsten Bock nicht ganz so offensichtlich an den Baum binden würden. Muss bitte schon glauben können, dass das Viecherl freiwillig dort steht. Und Krummschädel, gehen's ein bisschen langsamer. Sie wissen ja, die Gicht. Mir bleibt ja gar nichts erspart.